Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren JCC 2020 16. Gruppe A Runde. Der längste Satz, den ich in meinem Leben gerade gesagt habe. Prüft es nach, Freunde, bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Heute haben wir BNY mit Bengalo. Letztes Mal BNY sehr gut gefallen. Das einzige Manko, sag ich mal, das Autotune war nicht so, für mich zumindest, war es für mich nicht richtig geplaced. Aber es muss natürlich jeder für sich wissen. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, die es anders gefühlt haben. Viele, die es nicht gefühlt haben. Die Meinungen sind gespalten wie die Atome in einem Atomkraftwerk. Und nach diesem schlechten Vergleich starten wir in die Runde von ihr mit dem Titel Bengal. Wir hören rein. Okay, produziert von Chris. Ich bin jetzt halt bei den 16 Tils gespannt, weil viele das erste Mal jetzt, oder einige das erste Mal, ein bisschen mehr Budget haben oder mehr Möglichkeiten haben. Fetteres Video sieht man bei dir direkt auch. Ich kann jede Pore sehen, gefühlt, ja. Und Leute wie Luise zum Beispiel, die vorher wirklich so ein Handy-Video nur gefühlt hatten, da bin ich sehr gespannt, wie die jetzt mit einem Studio vielleicht in der Hinterhand abliefern werden, ja. Scheiß drauf, Digga. Oha, Christ hat sogar Beat gemacht und Musikvideo gemacht. Okay. Oha. Rufst du mich an, drück ich dich weg. Okay. Kein Empfang für stumpfen Rap. Deine Verbrecherbande harmlos. Ich hab Jungs? Hä? Okay, wait a minute, guys. Ich find's übel gut gerade. Ich find's sehr, sehr nice. Real Rap. Bei ihr merkt man auf jeden Fall Video krasser. Ich finde, Audio hört sich viel besser an. Ihre Stimme viel klarer, besser abgemischt. Oha. Ja, bisschen verliebtiger sogar. Was? Ich mag auch damit catcht man mich. Ich weiß, es ist eine simple Melodie. Digga, sie sieht auch gut aus, so. Also einfach mal jetzt ganz objektiv gesehen. Ohrringe absolut größer als mein Leben zwar, aber ansonsten, Digga. Kein Empfang für stumpfen Rap. Deine Verbrecherbande harmlos. Ich hab Feuer wie Bengalos. Okay, harmlos auf Bengalos ist jetzt, muss man eigentlich nicht bringen, ja. Muss man nicht bringen. Aber vom Sound her, es ist eine Musik-Cypher, Freunde. Vom Sound her gefällt mir das sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut. Hallo, mein Team ist da, ich brauch keine Federnfrage von dir. Alles geplant, ich brauch keinen Rat, bin anders als ihr. Two. Stell mich bloß nicht mit deinem Standard auf eine Stufe. Behalt die Zielgerade auch mit geänderter Route. Dreht euch im Kreis wie ein Grinder. Was? Okay, warte, das habe ich nicht ganz gecheckt. Ah, doch, okay. Ich habe an die Route gedacht, Freunde, an so eine Wünschelroute, Digga. Ich war ganz woanders, Mann. Sie macht den JG-Finger gleich, ich seh's schon. Die Zielgerade auch mit geänderter Route. Also sie hat das Ziel immer noch im Auge, obwohl sie jetzt nicht mehr dahin will, aber jetzt dahin, weil sie ihre Route geändert hat. Aber trotzdem möchte sie immer noch dahin. Im Kreis wie ein Grinder. Wenn ihr es nicht bald, läuft die Zeit ab. Für euren Tune fehlt der Treiber. Ich bring den Groove in die Cypher. Ja, ich bin im Modus, weise ab wie Lotus und ich bleib im Fokus. Reise um den Globus, kriege Millenfuschis ohne Tittenbonus. Rufst du. Na. Globus, Lotus, Fokus. Ah, okay. Also vom Sound her übertrieben nice. Übertrieben nice, finde ich. Ihre Stimme ist viel nice, das hört sich alles echt wirklich gut an. Aber textlich muss ich ein, zwei Mankos, was heißt Mankos geben, aber textlich ist es manchmal ein bisschen so, dass ich es nicht 100% fühlen kann irgendwie. Weil das ist halt, ich weiß nicht, was sie mir erzählen will. Es hört sich so an, als ob sie immer so zwei, drei Zeilen, die sich nice angehört haben, geschrieben hat und dann irgendwann zusammengewürfelt hat. Ich sehe noch keine krasse Struktur jetzt hier im Song. Da wenn man mal drüber nachdenkt, was sagt sie mir gerade? Ich bin im Modus, weise ab wie Lotus. Und
Modus Globus Focus Lotus übrigens. Ah, nicht besser. Ich bin im Modus, weise ab wie Lotus und ich bleib im Fokus. Okay. Reise um den Globus, kriege Millenfusches ohne Tittenbonus. Rufst du mich an, drück ich dich weg, hab keinen Empfang. Die Hook geht aber sowas von ins Ohr, aber das muss man. Ey, die Hook ist einfach. Die geht ins Ohr. Für stumpfen Rap, deine Verbrecherbande. Harmlos. Ich hab Feuer. Viel angenehmer, wow, viel angenehmer. Hab keinen Empfang für stumpfen Rap. Ja. Deine Verbrecherbande harmlos. Ich hab Feuer wie Bengalos. Bruder. Okay, Hook würde ich fast eine 1 plus geben, Mann. Weil der Hook muss textlich nicht stark sein, den muss ich einfach nur gut anhören, meiner Meinung nach. Natürlich, in einem Battle-Rap würde man auch noch da versuchen, irgendwie die ein oder andere Punchline zu bringen. Aber, hier ist es ja Wayne Train, ja? Wie textlich stark ein Hook ist. Aber, eigentlich ist es in der Musikzeit für Wayne Train, wie textlich stark irgendwas ist. Aber, das war halt schon so textlich, dass es mich getriggert hat. So, Globus, Fokus, Lotus und Modus aufeinander zu reimen, ohne wirklichen Zusammenhang, sondern irgendwelche Aussagen, die eigentlich echt belanglos sind. Belanglos hätte sie auch noch drauf reimen können, wäre noch unsauberer gewesen. Tipp fürs nächste Mal. Dann, ey, macht es für mich auch keinen Sinn mehr irgendwie, ja. Also, ich weiß nicht, jetzt nicht genau, was sie mir in diesem Song hier erzählen wollte. Außer, dass sie im Fokus ist, aber auch im Modus ist. Und gleichzeitig, während sie im Fokus und im Modus ist, abweisend wie ein fucking Lotusblatt ist, während sie um den Globus reist, ja. So viel weiß ich schon mal über ihr Leben. Aber die Hook ist wirklich eine 1 plus für mich. Die Hook ist eine 1 plus. Ich hoffe, dass sie noch eine Runde weiterkommt tatsächlich. Ich hoffe aber auch, dass sie sich dann entweder Hilfe sucht oder textlich einfach stärker wird in irgendeiner Art und Weise. Oder halt einfach nicht versucht, so krass rumzuspielen mit dem Text und dann einfach simpleren Text macht, der zumindest irgendeine, sie braucht irgendeine Message im Song, so. Ich kann mir vorstellen, dass davon ein paar Dislikes kommen. Vom Sound her absolut nice, aber textlich für mich jetzt nicht so das Strongste. Kann man, denke ich, nachvollziehen. Trotzdem freue ich mich drauf, mehr von ihr zu hören, weil ich sie sehr gerne mag. Aus mehreren Gründen. Nee, aber Real Talk, ihre Stimme wirklich, auch hier diese Höhensachen diesmal. Da wird auch ein bisschen was drauf gewesen sein, aber im Vergleich zum letzten Mal nicht ansatzweise so schrill, einfach schön clean. Schön clean und wirklich, wirklich sauber. Das, mehr wollte ich gar nicht, Freunde, ja. Aber lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Ich würde sagen, Freunde, wir, du und ich, wir beide sehen uns morgen bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.